So mancher konnte es kaum abwarten. Zu groß war die Vorfreude auf das Highlight der 777-Jahrfeier in Bracht. Das Schlepperkino. Sie haben richtig gehört. Nicht etwa Autokino, nein, Open-Air-Kino für Traktorfreunde. Und die kamen in Scharen. 150 Schlepper in allen Größen und Baujahren tuckerten nach Bracht. So wie Norbert Kaufmann auf seinem Deutz B15 Baujahr 61. Warum hier mitmachen? Weil das mal einmalig ist. Und ich war auch schon hier bei der längsten Traktorparade der Welt dabei. Ja, und das ist schon mal ein Highlight. Und außerdem ist es nicht weit, ich komme von Himmelsberg. Ja, man fährt mal halt hin, das ist einfach Pflicht. Von nah und fern kamen die Schlepperfans. Insgesamt waren es mehr als 600 Menschen, die sich das Ereignis nicht entgehen lassen wollten. Und die meisten Schlepperfreunde hatten sich unheimlich Mühe gemacht. Diese zwei aus Unterroßwe hatten kurzerhand eine Couch auf den Frontlader gepackt. Die ist letztes Jahr rausgeflogen, hatten wir noch. Timo Helser hatte es sich in seiner Hängematte besonders gemütlich gemacht. Ja, also wir hatten halt eben noch ein paar mehr Trecker, sind halt in der Gruppe hierher gefahren. Dann hatten wir eben noch die Hängematte im Kämmerchen und dann haben wir die rausgeholt und kamen wir so auf die Idee, ja. Den wohl besten Ausblick auf die Kinoleinwand hatten Sophia, Aida und Aaron von ihrem 7 Meter hohen Teleskopstapler. Die zwei Mädels kommen aus Bonn und haben sowas noch nicht erlebt. Sehr cool. Also ich finde das cooler als im Kino zu sitzen. Ja. Ja? Ja. Okay. Die Brechter hatten sich wirklich unheimlich Mühe gemacht. Es gab kiloweise Popcorn und lecker Bauernhofeis. The Heads gaben mehr als 2 Stunden ein tolles Konzert und verbreiteten mit ihrem Rock'n'Roll beste Stimmung. Und als es dann dunkel war, ging's los. Willkommen bei den Stieß auf Megaleinwand vom Schlepper aus. Das ist Wahnsinn, hoch 3. Ganz großer Wahnsinn. Also Wahnsinn, was hier. 160 Schlepper, das ist schon eine große Nummer. Nur wenige Stunden später ging es schon weiter. Am Sonntag kamen hunderte Besucher zum Erntetag. Auch Heinrich Funk ließ es sich trotz seiner 91 Jahre nicht nehmen und zeigte, wie man früher mit der Sense Korn gemäht hat. Denn ich wollte noch mal sehen, ob ich das noch kann. Und? Könntest du noch? Ja, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Verlernt man denn, oder? Na, verlernt man nicht, was man einmal gelernt hat. Ja, die Brechter wissen, wie man erntet und wie man Feste feiert. Schlepperkino und Erntetag werden im Landkreis so schnell niemand vergessen.